Einen schönen guten Morgen auch von meiner Seite, insbesondere an den neuen Gesundheitsminister Johannes Rauch. Ich möchte die Gelegenheit aber auch nützen, um mich an dieser Stelle bei Wolfgang Mückstein bedanken für die gute Zusammenarbeit. Immerhin haben wir gemeinsam auch an diesem Gesetz gearbeitet und ich wünsche ihm auf diesem Wege auch das Allerbeste. Meine sehr geehrten Damen und Herren, die Geschichte der Impfpflicht ist eine bewegte. Genauso wie das Virus flexibel ist und sehr beweglich ist und uns immer wieder vor neue Herausforderungen stellt, müssen wir auch hier flexibel und anpassungsfähig sein. Und ich glaube, ich brauche keine Glaskugel, um Ihnen sagen zu können, dass das heute nicht das letzte Kapitel ist, das wir im Bereich der Impfpflicht schreiben. Die Impfpflicht ist die Ultima Ratio, das haben wir immer gesagt. Wir haben auch immer gesagt, dass es ein Grundrechtseingriff ist. Und wir haben uns an die europäische Judikatur, nämlich des Europäischen Gerichtshofs für Menschenrechte, gehalten, wenn es darum ging zu beurteilen, wann eine Impfpflicht überhaupt gesetzlich zulässig ist. Und das waren immer die drei Punkte. Es muss einem Ziel dienen, nämlich dem Gesundheitsschutz und der Überlastung der Gesundheitssysteme vorbeugen. Es braucht ein wirksames Mittel, nämlich die Impfung. Und es muss verhältnismäßig sein im Vergleich zum Grundrechtseingriff. Und genau nach diesen Parametern haben wir auch ein Gesetz auf den Weg gebracht, das seit 4. Februar in Kraft ist, das flexibel ist und mit dem man reagieren kann. Und in diesem Gesetz ist auch vorgesehen, dass eine Kommission beurteilt, wenn sich die Situation verändert. Und diese Kommission hat getagt. Sie hat uns den Bericht vorgelegt. Sie wissen, die Kommission besteht aus 2 Juristen und 2 Medizinern. Und jetzt ist es an der Zeit, die Flexibilität dieses Gesetzes zu nutzen. Und nach Beratungen auch mit dem Gesundheitsminister sind wir jetzt zu dem Schluss gekommen, dass wir selbstverständlich dem folgen, was die Kommission vorschlägt und hier auch entsprechend der Verhältnismäßigkeit die Impfpflicht aussetzen. Das ist möglich, weil wir eine Verordnungsermächtigung im Gesetz haben, wonach der Gesundheitsminister mit Verordnung die Impfpflicht aussetzen kann. Warum? Weil derzeit viele Argumente dafür sprechen, dass dieser Grundrechtseingriff nicht gerechtfertigt ist, dass wir im Moment aufgrund der Variante, die wir vorherrschend hier erleben, keine Notwendigkeit sehen, diese Impfpflicht tatsächlich in Umsetzung zu bringen, so wie das die Kommission auch formuliert. Ich möchte an dieser Stelle mich konkret bedanken bei den Mitgliedern der Kommission für den sehr kompakten, übersichtlichen Bericht, für die klaren Aussagen, die darin vorkommen, die uns auch Handlungsanleitung sind und die uns ermöglichen, jetzt mit dem Gesetz genau das zu tun, was notwendig ist, nämlich flexibel und anpassungsfähig zu sein und, ich sage es noch einmal, die Impfpflicht auszusetzen, vorübergehend jedenfalls, und weiterhin die Situation zu beobachten, ob es vielleicht in Zukunft dann zu einer Änderung der Situation kommt, die dann bedingt, dass wir die Impfpflicht tatsächlich wieder brauchen. Ich möchte auch betonen, dass auch im Bericht der Kommission ganz klar zum Ausdruck kommt, dass Impfen hilft, dass die Impfpflicht ein probates Mittel ist, die Pandemie zu bekämpfen, dass man aber flexibel reagieren muss auf die Situation und im Moment eben eine Virusvariante vorherrscht, die das von der Verhältnismäßigkeit her nicht deckt. Ich darf nun an dieser Stelle auch alle anderen Ausführungen an den Gesundheitsminister übergeben, weil da gibt es ganz vieles, was epidemiologisch und von der Situation auch der Impfung betroffen ist. Und da möchte ich dem neuen Gesundheitsminister, dem ich noch einmal zum Amtsantritt gratulieren möchte, mich auf die Zusammenarbeit freue, das Wort überlassen. Vielen herzlichen Dank und schönen guten Morgen. Was ich hinlegen muss, ist ein veritabler Kaltstart, das können Sie sich vorstellen. Aber das war so zu warten, das habe ich auch gewusst. Zunächst möchte ich mich, was diesen Bericht angeht, bei der Kommission bedanken. Ich kann nur allen empfehlen, diesen Bericht zu lesen. Er ist ergiebig, er ist präzise, er ist von hoher wissenschaftlicher Qualität und von hoher Aussagekraft. Wir werden der Empfehlung der Kommission folgen. Das ist ja so vereinbart und die Impfpflicht aussetzen. Es wird einen weiteren Bericht geben. Das ist auch so vereinbart. Die Kommission wird spätestens in 3 Monaten den nächsten Bericht vorlegen. Warum? Weil die Aussage dieses Berichts auch lautet, die wissenschaftlichen Erkenntnisse wachsen täglich. Der Zuwachs an Wissen, an Erfahrungswissen, an wissenschaftlichen Erkenntnissen wächst. Und beim nächsten Bericht, den die Kommission vorlegen wird, spätestens in 3 Monaten, wissen wir, treffen dann eine neue Entscheidung.
Und die Entscheidung, das habe ich gestern schon gesagt, basieren auf zwei Säulen, der Verfassungsmäßigkeit und der Verhältnismäßigkeit des Eingriffs in die persönlichen Rechte eines jeden Einzelnen und einer jeden einzelnen Person und auf der wissenschaftlichen Evidenz. Und diese beiden Leitplanken sind die Grundlage der Entscheidung. Die Kommission hält auch eindeutig und klar fest, die Impfung ist das probate Mittel, um die Pandemie zu bekämpfen. Die Impfung ist dafür verantwortlich, dass wir heute in der Situation sind, keine überlasteten Intensivstationen zu haben, keine überschießenden Todeszahlen zu haben. Impfen schützt uns alle. Und deshalb mein Appell an dieser Stelle gleich vorneweg an die Österreicherinnen und Österreicher: Lassen Sie sich impfen, wenn Sie es noch nicht getan haben. Holen Sie Ihre zweite, Ihre dritte Impfung, wenn Sie es noch nicht getan haben. Wir haben heute eine Impfquote von 76% bei den Erstimpfungen. Also 76% der Bevölkerung sind mindestens einmal geimpft, 70% zweimal, 54% dreimal. Und wir brauchen im Herbst, und die Kommission sagt auch, es ist nicht auszuschließen, und man kann es aber auch nicht mit Sicherheit sagen, dass wir im Herbst, September, Oktober, beginnender Winter wieder mit einer Variante konfrontiert sein könnten, die ähnliche Auswirkungen hat auf das Gesundheitssystem, wie wir sie schon erlebt haben. Und deshalb die Appell und der Appell an dieser Stelle, sich impfen zu lassen. Wir haben ein Gesetz, oder das Parlament hat ein Gesetz beschlossen, auch unter Zustimmung unser Gesundheitsminister ist plötzlich verloren gegangen. Wir müssen schauen, ob wir wieder ein Signal ins Kanzleramt finden. Er hat ja gemeint, er legt einen Kaltstart hin. So kalt hätte der Staat nicht sein müssen. Es geht weiter mit Gesundheitsminister Johannes Rauch. Nur die Strafen auszusetzen oder die Impfpflicht als Ganzes auszusetzen, es wird die Impfpflicht als Ganzes ausgesetzt. Und das Argument, das teilen wir im Übrigen, rechtlich wäre es schwierig gewesen, nur auf die Strafen zu verzichten. Was hätte das für Auswirkungen gehabt auf andere Gesetze? Vielleicht darf ich da nochmal anschließen auch. Wir kennen einander noch nicht sehr lange, erst seit gestern in Wahrheit. Ich habe gesehen, was der jetzige Gesundheitsminister zur Impfpflicht da schon gesagt hat, aber es trifft genau das, was ich als ehemalige Richterin auch immer gesagt habe. Ein Gesetz ohne Sanktionen ist zahnlos und damit auch sinnlos. Und wir sind jetzt genau in der Situation, dass wir die Impfpflicht an sich aussetzen. Das bringt natürlich mit sich, dass es auch keine Kontrollen geben kann, wenn es keine Impfpflicht gibt. Und das, ich darf es noch einmal betonen, gibt dieses wirklich moderne und flexible Gesetz her. Der Gesundheitsminister wird mit Verordnung dieses Aussetzen der Impfpflicht festsetzen und der Hauptausschuss im Parlament wird das dann auch beschließen. Und damit haben wir auch sozusagen die parlamentarische Kontrolle mit dabei. Das war mir als Verfassungsministerin von Anfang an ein Anliegen, dass wir genau auf derartige Situationen, wie wir sie jetzt erleben, reagieren können. Aber ich darf noch einmal anschließen bei dem, was der Gesundheitsminister gesagt hat. Wir wissen nicht, was das Virus noch mit uns vorhat. Das heißt, das Gesetz als solches bleibt im Rechtsbestand. Sie erinnern sich, wir haben eine Sunset-Clause vorgesehen. Das ist nach 2 Jahren aus der Kraft tritt. Aber bis dahin bleibt es in Kraft und ermöglicht uns die volle Palette an Reaktionen auf die jeweilige Situation. Dankeschön. Herr Kappacher, bitte. Mich würde interessieren, ob man tatsächlich nicht das Gesetz ändern muss, weil ja der 15. März als Datum im Gesetz drinnen steht. Das hat ja auch im Vorfeld durchaus für Verwirrung gesorgt, ob man das dann ändern kann. Kann man diese Passage im Gesetz durch eine Verordnung und diesen Hauptausschussbeschluss ändern? Das wollte ich wissen. Ja, das können Sie. Wir haben im Paragraph 19 Absatz 2, wenn Sie das nachlesen möchten, auch die Möglichkeit drinnen, dass man auf Veränderungen des Virus in der epidemiologischen Hinsicht reagiert und auch die Pflicht als solche aussetzt. Und wenn man die Pflicht aussetzt, dann gibt es natürlich auch nichts, was man kontrollieren kann. Insofern können Sie das mit Verordnungsermächtigung, mit Verordnung, die durch das Parlament dann auch geht, des Gesundheitsministers, aussetzen und haben keine daran sich anknüpfende Pflicht mehr. Der Kommission gibt, wird es dann so sein, dass sofort die Phase 3, wenn die Kommission dann zum Schluss kommen sollte, die Impfpflicht muss man jetzt wieder scharf stellen, kommt es dann sofort zur Phase 3 mit dieser
Datenabgleichung oder gibt es dann wieder so eine Startphase, wie sie jetzt vorgesehen gewesen wäre? Es sind dann natürlich unterschiedliche Elemente, die man wieder in die Geltung bringen muss durch Verordnung. Das muss man sich dann anschauen, ob man das in eine zusammenfassen kann, wenn es wirklich so weit käme oder ob man zwei verschiedene bräuchte. Wir haben einmal auch drinnen eine Verordnung der Bundesregierung in diesem Gesetz und insofern werden es dann zwei. Aber diese Schritte wären dann die nächsten, die dann zu denken sind, wenn es von der Situation erforderlich ist. Die Möglichkeiten haben wir alle. Auf der drüberen Seite, Frau Kollegin. Bettina Heiberl, Impuls 24 an den Herrn Gesundheitsminister. Mich würde interessieren, wie schnell kann man denn jetzt da reagieren, wenn man die Impfpflicht wieder einsetzen müsste? Sie sagen, jetzt soll im Juni dann noch einmal evaluiert werden. Angenommen, dann ist die Situation noch ruhig, aber es kommt eine neue Variante dann im September. Wie schnell kann man da reagieren? Und sind Sie dafür ein präventives Impfen sozusagen, also eine präventive Impfpflicht, wenn man noch nicht weiß, welche Variante kommt? Also, dass man sich dann wieder mit einem Impfstoff impft, der noch nicht angepasst ist, denn das wissen wir auch, das dauert. Die Frage ist sehr präzise und auch berechtigt, weil ja die Zeitspanne bis zum Herbstwinter eine kurze ist. Und natürlich werden wir im Ressort, im Haus nicht warten bis Ende Mai oder Juni, bis der nächste Bericht vorliegt, sondern die Voraussetzungen schaffen, dass wir dann in der Lage sind, auf jede Entscheidung, egal wie sie aussieht, der Kommission Ende Mai oder Juni, dann reagieren zu können und vorbereitet zu sein. Also ich werde mich jetzt nicht hinsetzen und warten, bis der nächste Bericht kommt und denke, das ist eh super, jetzt muss ich 3 Monate nichts tun. Im Gegenteil, natürlich beginnen die Arbeiten, Vorarbeiten in zwei Richtungen, in beide Richtungen, Wiedereinsetzung der Impfpflicht oder eben nicht. Darauf wird ab heute begonnen, sich vorzubereiten. Das muss sehr rasch möglich sein. Geben Sie mir bitte 1-2 Tage Zeit, um die Details zu klären. Dann wird darüber fundierte Auskunft gegeben werden können. Aber vielleicht darf ich da nur ergänzen. Also da braucht es wieder eine Verordnungsermächtigung und das Parlament, also die parlamentarischen Läufe, aber das wissen wir, dass, wenn es notwendig ist, wir hier auch sehr schnell sein können, wenn ich da vielleicht auch das hinzufügen darf. Herr Kollege. Sie haben gesagt, Impfung ist ein probates Mittel. Jetzt wissen wir, in manchen Bundesländern gab es kaum mehr Menschen, als hier in diesem Raum gesessen sind, die sich in den letzten Tagen den Erststich geholt haben. Was muss denn passieren, dass tatsächlich wirklich hier die Menschen, die sich nicht impfen lassen wollen und auch ohne Impfpflicht und so weiter, dass hier wirklich wieder mal ein Booster kommt? Aufklärung, Bewusstseinsarbeit, Bewusstsein schaffen. Das ist das Um und Auf. Und dafür werben und ein Verständnis dafür schaffen, dass die Pandemie nicht vorbei ist, dass wir nicht mit Sicherheit sagen können, was im Herbst kommt. Und dass es einfach darum geht, sich vorzubereiten und Vorsorge zu treffen und ein Bewusstsein dafür zu schaffen, dass wir deshalb heute so gut dastehen, relativ gut dastehen, weil wir die Impfung haben, weil 76% sich mindestens einmal impfen haben lassen. Und das wird ein unermüdliches, tägliches Unterfangen sein, diese Bereitschaft zu heben, das Commitment der Menschen zur Impfung wiederherzustellen. Und ich weiß, und das sage ich auch an dieser Stelle, diese Pandemie geht allen in Österreich weltweit unsäglich auf die Nerven. Aber wir haben damit zu leben, dass immer neue Mutationen auftauchen können. Und die beste Vorsorge ist die Impfung. Das ist wissenschaftlich belegt, das ist nachgewiesen, Impfen wirkt. Und dafür zu werben, dafür bin ich im Amt und das werde ich jeden Tag tun. Wir haben noch Zeit für 2 Fragen, Frau Kollegin, und Abschlussfrage dann Herr Westhoff. Herr Gesundheitsminister, bevor die Regierung sich auf die allgemeine Impfpflicht verständigt hat, hat Ihr Vorgänger, der Herr Mückstein, eine Impfpflicht fürs Gesundheitspersonal angekündigt. Zur Diskussion war sie auch für Lehrer. Wird es die geben, statt dieser allgemeinen, wenn die jetzt ausgesetzt wird? Also eine sektorale Impfpflicht für gewisse Berufsgruppen? Also wir haben jetzt eine gesetzliche Grundlage geschaffen für alle. Die gilt flächendeckend und ich würde jetzt Stand heute nicht herumschrauben am Gesetz und Partikularteile da herausschnitzen wollen. Das schafft nur Verwirrung, Abgrenzungsschwierigkeiten. Ich würde jetzt bei dem bleiben, was wir haben. Es geht doch darum, Sicherheit zu schaffen und Gewissheiten zu schaffen und nicht Verwirrung zu stiften. Und wir haben in der Vergangenheit kommunikativ schon die eine oder andere Schwierigkeit gehabt, die Leute sind nicht mehr mitgekommen, sie haben es nicht mehr verstanden und Nachvollziehbarkeit und Klarheit ist jedenfalls mein Bestreben, muss die oberste Prämisse sein, damit die Leute auch verstehen, worum es geht. Dankeschön. Abschlussfrage, Herr Westhoff.
Derzeit sind ja 1 Million Menschen nicht geimpft. Aufklärung hat es in den vergangenen Monaten gegeben, hat offenbar nicht für Überzeugung gesorgt. Wie stehen Sie, Herr Gesundheitsminister, in der Debatte um Impfanreize? Werden Sie das forcieren bis zum nächsten Impfpflichtbericht? Naja, Sie kennen alle den Versuch mit der Impflotterie. Das geht vielleicht besser. Natürlich werde ich mir überlegen, wie kann man das herbringen, wie kann man es schaffen. Aber das kann ich nicht aus dem Ärmel schütteln. Da müssen Sie mir jetzt wirklich ein paar Tage Zeit geben, wie man das ausgestaltet. Aber es braucht es. Also natürlich braucht es Information, braucht es ein breites System von Anreizen. Man muss den Leuten verständlich machen. Und deshalb werden wir diesen Bericht auch, wie soll ich sagen, übersetzen, so dass alle ihn verstehen, was da auch drinsteht an Wissenschaftlichkeit, an Erkenntnissen. Weil ich schon glaube, wenn man den Leuten nahe bringt, was da an Erkenntnissen drin steht, dann ist klar, dass man, um für den Herbst, für den Eventualfall gewappnet zu sein, sich impfen lassen sollte. Und das wird mein Job sein, das zu tun. Dankeschön. Ich bitte um Verständnis, dass wir an dieser Stelle einen Punkt machen müssen für heute. Der Bericht der Kommission steht inzwischen auch schon online auf der Seite des BKA zur Verfügung und kann jederzeit heruntergeladen werden. Dankeschön. Bis zum nächsten Mal. Auf Wiedersehen.